Oh, wo ist er denn? Ach nein, da oben war noch einer. Ich habe in der Eile ganz vergessen, hier, was war das? Y? Hallo? Das ist schon wieder zu lang her. Entschuldigung vielmals. Ich muss kurz mal in die Einstellung hier reinspicken. Tastaturbelegung. Ich dachte, das wäre Y gewesen. Deckung ist Q, Drucken ist C, das passt. Nachladen, bla bla bla. Tödlich, nicht tödlich. Sichtmodus. Ach, F. Oh, Scheiße. Oh, Mensch. Das habe ich zu spät gesehen. Der hat eine Granate geschmissen, der Kelle. Okay, die wissen, wo ich bin. Ich sehe ihn! Oh Mist, ich habe eine EMP-Granate geschmissen. So. Wir hatten noch einen gehabt über uns irgendwo. Ah, da ist noch einer, okay. Klettern. So, okay, das sieht gut aus. Nee. Öffnen. Wie kann ich denn die Ansicht wechseln nochmal? Ah, ja, genau. Jetzt haben wir die klassische Nachtsicht. So. War da jemand? Achso, das war der Monitor. Okay, ja, da wurden wir jetzt hier doch irgendwie geleimt, so wie es aussieht. Und zwar ganz ordentlich. Wir müssen wieder nach unten. Und ich muss sagen, es ist doch etwas zu lange her. Ich muss mich an die Steuerung wieder ein bisschen gewöhnen. So, okay. Hier geht's wohl weiter. Hä? Wie geht's denn hier weiter? Durch die Tür oder wie? Da wo das Licht ist? Scheint so. Okay. Schauen wir mal. So, unten durchgucken können wir jetzt diesmal nicht. Gute Arbeit, Graham. Bedank dich bei Charlie. Er hat die Systeme gehackt und den Strom abgeschaltet. Hast ein paar Sekunden, um den Datentresor zu erreichen. Dann springt der Notstrom an. Ich sehe einen Aufzug, aber ich habe keinen RFID-Chip, um ihn zu öffnen. Die Wachen haben welche. Okay, also wir brauchen eine Wache, um an den Safe ranzukommen. Huch, ich hänge irgendwie fest. Ah, eben. So, mal schauen, was wir denn hier noch so machen können. Hm, was sehe ich hier? Ah, noch einen Lüftungsschacht. Ich sehe hier niemanden.
Aber da oben oder da unter uns ist einer. Über uns auf jeden Fall. Okay. So, da können wir direkt hochklettern, so wie es aussieht. So, ganz vorsichtig. Es gibt wieder Strom. Wir regeln alle Treppen ab. In Joshua Khabare. Ach Mist. Oh, hoppla. So, jetzt ist die Frage. Ich brauche den Körper, hä, um da jetzt durch die Türen zu gehen. Denn ich habe es zu spät gecheckt. Scheiße. Puh, das war knapp. Okay. So, aber der hat jetzt einen RFID-Chip. Jawohl. Okay, ist ein ziemlich schwerer Chip. So, und ab nach wo? Oben oder unten? Oben. Grim, geh zum Tresorraum. Lagebericht. Ich überwache Ihren Funk. Sie rufen ein Sondereinsatzkommando. Die werden das Gebäude Etage für Etage absuchen. Charlie, sag mir, was im Datentresor zu tun ist. Auf der Platte, die ich dir gegeben habe, ist ein Suchalgorithmus. Er sucht gezielt nach Daten über Sadiq und Blacklist. Es müsste alles automatisch kopiert werden. Müsste? Wird. Er wird. Ja, super. Ich hoffe, dass es kein Windows-Programm ist. Tresorsignal. Zwei Möglichkeiten. Okay, leise, durch das Kühlsystem unter dem Tresor. Laut, du gehst über das Terminal am Ende des Raums und knackst damit die Tresortür. Verstanden. Okay, dann wählen wir auf jeden Fall die leise Variante. Also ich probier's zumindest. Ich bin ja dann nicht so der Typ, der leise vorgehen kann. Bin mal gespannt. Schritte. Ah ja. Okay, wo geht's denn hier lang? Wir haben hier einen Schalter. Da hätte es, glaube ich, einen Lüftungsschacht oder so. Nee, das ist ein Wasserspender, okay. Der steht da nur und tut nichts weiter. Komm, dreh dich rum. Du Sack. Ach Mann. Okay, dann warten wir mal ab, bis du dich wieder wegdrehst und dann falle ich über ihn her. So, wir brauchen auf jeden Fall die Wachen, um durch die Türen zu kommen. Aber er hat noch was gefaselt von irgendwelchen Kühlsystemen. Ich leg den mal hier hin. Das ist nix. Ich muss wohl... Oh, auf jeden Fall muss ich natürlich durch die Tür. Ah, das wird spaßig jetzt, wenn natürlich die Wache... Ja, mal schauen. Was haben wir denn hier? Ein Schalter? Okay, nur fürs Licht. Auffüllen. Oh, das ist gut. Ich habe ja ein bisschen was verballert. So, wir müssen auf jeden Fall dort... Wie komme ich denn in die Lüftung, bitte? Das verstehe ich nicht ganz. Wo komme ich denn? Das ist nur eine Lampe, die da eben geflackert hat. Das war auffüllen, Schalter benutzen. Lüftungsschacht sehe ich jetzt hier keinen für diese Klimageschichte. Aber gut, dann nehmen wir den mal mit, weil wir müssen durch die Tür. Das geht nicht anders. Ich hoffe, dass wir nicht gesehen werden.
Da war jemand. Okay. Was haben wir denn hier zur Auswahl? So, erstmal ein bisschen den Blick nach oben hier verschaffen. Ist da jemand? Und das so nah anschmeißen. Moment, wie ging das nochmal? F und X. So, was haben wir denn hier zur Auswahl? Oh, da sehe ich was. So ein Kabel, was da hochgeht. Ah, da ist jemand. Und da höre ich auch was. Da war auf jeden Fall ein Laserfeld oder sowas. Wie war das noch? Hier. Oh, die kommt. Der kommt. Okay, da ist die Frage. Ja, soviel zum Stealth-Thema. Ich sehe ihn. Ja. Das Dart-Paket. Mach die Tür auf. Ja. So, das haben wir eingesammelt, das Ding. Und hier geht's runter zur Klimaanlage. So wie es aussieht, ist sehr gut. Du musst das Gas ableiten, Sam. In der Nähe sollte eine Konsole für den Zugriff sein. Gas ableiten? Was denn für ein Gas? Ach, da. Tippel die Tipp. Okay. Da oben sei beschäftigt, wie es aussieht. Okay. Wie kommen wir denn da drumherum? Ach, das. Ich rechne mit dem EMP arbeiten. Wie war das nochmal? Tab? Trikopter, Sonarbrille, Blendgranate, Kontaktschocker, Haft-EMP. Achso, ich muss es immer auswählen, das vergesse ich immer. So, jetzt. Zack. Och. Okay. Wie komme ich denn dann dahin? Ach, da oben. Okay, ein bisschen bescheuert heute. So, und da ist die Frage. Ach so, das sind die Laserschranken, gut. In die Mitte. So, und ab nach unten und ab nach oben. Oh. Da ist jemand, okay. Das sind zwei Leute. Der da. Ah, okay, der macht den. Einen auf sowas, okay. Wo? Nein! Ah! Jetzt habe ich Alarm ausgelöst. Okay. Oder was auch immer, was ich gerade gemacht habe. Bleibt wachsam, wir haben Besuch. Okay.